Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und die Legende vom Eon-Tor. Beim letzten Mal haben wir es bis in die Piratenhöhle geschafft, haben einen neuen Level erreicht und wollen erstmal ein paar Orden ausrüsten. Einmal nach Typ sortieren. Was können wir denn mal mitnehmen? Wir könnten immer noch einen Eisschlag für noch mehr Einzelschaden mitnehmen. Wir könnten mehr Glück gehabt mitnehmen. Wir können den einen Glück gehabt auch mal ablegen. Dann wären wir bei 5. So in der Theorie. Ich glaube, wir brauchen hier drinnen den Stachelschild nicht mehr. Soweit ich weiß. Und dann können wir tatsächlich mal hier das Glück gehabt ablegen. So nett das ist, dass uns die Gegner ab und an mal verfehlen. Das ist halt immer noch ziemlich glücksbasiert. Also nicht unbedingt das, was wir so dringend brauchen. Und dann können wir noch... wir könnten theoretisch Fortuna anlegen. Um im Notfall weniger Schaden zu nehmen. Ich hoffe, wir nehmen einfach mal den Powerhauer mit, um noch kurze, starke Angriffe zu haben. Für den Fall, dass wir die mal brauchen. Ja, und dann... Zack, holen wir uns Batom. Dann können wir mal die Piratenhöhle erkunden gehen, ne? Da oben sehe ich was rumfliegen. Sieht wichtig aus, ist auch eine Insignie. Ja, ne? Zack, hier haben wir einen Sternsplitter. Und da haben wir einen Feind im Wasser. Ich weiß nicht, wie der da unten hingekommen ist, aber wir jagen einfach mal in die Luft. Kaboom! Na, Angriffe gehen häufiger mal daneben, ist nicht schlecht. Ich muss natürlich erstmal das Vieh erledigen, das ein Heil-Item dabei hat. Offensichtlich. Ich wünsche, wir hätten die Gelegenheit, Batom mal eben im Rang aufsteigen zu lassen. Das Feuer hat mich erfolgreich verfehlt. Das hat mich allerdings nicht verfehlt. Dass er eben 5 Schaden macht, während die Gegner hier drin genau 6 HP haben, ist halt ein bisschen fies. Weil man nicht aufleveln kann aktuell. Weil wir nicht nach Rohlingen kommen. Und wenn wir dann nach Rohlingen kommen, dann bringt es nicht mehr so viel, dass er den einen Schaden mehr macht, weil wir dann erstmal keine explosiven Feuergegner mehr für eine Weile haben werden. Oh, all die schönen Münzen sind ins Wasser gefallen. Okay, hier gibt es mehrere Varianten, da durchzukommen. Ich meine, man kommt da durch, wenn man einfach Gas gibt. Ja, ansonsten gibt es die Möglichkeit, Barbara zu benutzen. Und es gibt auch die Möglichkeit, sie einfach zwischen die Spikes so zu stellen, glaube ich. Das ist allerdings sehr langsam, weil zwischen den Spikes so durchzulaufen. Oh, was haben wir hier? Ah! Feinde haben wir hier. Feinde, die keine Erfahrungspunkte geben. Wie fies. Oh, Grumbrina, erkläre. Jetzt, wo wir den Schnellwechsel haben, können wir das auch jederzeit tun. Jetzt müssen wir sie nicht die ganze Zeit mit uns mitschleppen. Das ist ein Kugelwilli. Kugelwillis werden von Willi-Blastern verschossen. Max HP 2, Angstkraft 4, Verteidigung 1. Kugelwillis greifen von Tral an, wenn du sie nicht vorher ausschaltest. Wir müssen sie besiegen, bevor sie eine Chance haben, uns zu treffen. Ja, cool, danke. Uhuhu. Oh, erledigt. Ja, leider gehen die nicht wirklich Sternpunkte. Also nicht so richtig. Dann können wir mal... Okay, das war eigentlich nicht, wen ich haben wollte. Können nämlich das hier machen, um Kämpfen auszuweichen, die uns sowieso keine Erfahrungspunkte bringen. So, und dann einmal fester draufhauen.
Mal schauen, wie viel Verteidigung ihr habt. Naja, zwei. Anscheinend. PP erholen sich kurzfristig. Ja, dann hauen wir nicht mal einen Powerhauer drauf. So, wunderbar. Und dann kannst du mir mal eben zu Gumbrina werden. Gumbrina, erkläre. Das ist ein Willi-Blaster. Von diesen Kanonen werden die Kugelwillis abgeschossen. Masse B5, Verteidigung 2. Ach, sie greifen nicht selbst an, schießen aber immer neue Kugelwillis ab. Kugelwillis sind zwar lästig, aber du solltest zuerst den Willi-Blaster erledigen. Willi-Blaster haben nämlich ziemlich große Vorräte an Kugelwillis geladen. Ja, man könnte auch sagen unendliche. Apropos. Das ist jetzt eher nervig. Also versuchen wir mal, das Feld ein bisschen aufzuräumen. Dass der eine halt zwei schießen kann, ist irgendwie unfair. Ah, und... Naja, ich habe gedacht, ich wäre schon bei der letzten Runde gewesen, war ich aber noch gar nicht. Na, sollte aber gut genug sein. Ja. 5. Genauso wie ich sagen wollte. Zing. 6 Sternpunkte. Und dann jede Menge Zeugs von für uns, wofür die Hälfte im Wasser gelandet ist. Und dann hätte ich gerne wieder eine Nicht-Gumbrina. Okay, das sieht noch nach einem wichtigen Raum aus. Das ist ein bisschen weit zum Springen, glaube ich. Also... Nehmen wir mal das hier. Nein, der Wind ist im Öffnen der Schleuse. Um die Winde zu bewegen, benötigst du eine Kurbel. Hm, das macht Sinn. Komm her. Haha, erster Griff erfolgreich. Mhm. Elektrisch geladen. Ja. Dann holen wir uns schon mal eine Gumbrina raus für gleich. Haben den nochmal fest auf dem Fuß. Au. Arme Gumbrina. Oh, das war nicht, was ich machen wollte. So, okay. Oh hey, wir kriegen mehr Verteidigung. Wie schön. Yep, reduziert Schaden. Der tut aber sowieso nichts. So, Gumbrina, erkläre. Hm, das ist ein Grobomb. Natürlich. Grobombs sind eine Art Bobomb, aber groß. Nee. Maskap 6, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Ja, das macht Sinn. Und wenn sie sich aufladen, steigt die Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattacken und Bomben lassen sie sofort explodieren. Na, du solltest dir gut überlegen, ob du lieber kämpfst oder fliehen willst. Ja, der hat jetzt eben seinen Zünder angemacht und nach ein paar Runden explodiert er dann halt und macht allem 2 Schaden. Aber in der Regel powern sie halt vorher nochmal auf, um allem 8 Schaden zu machen. Doof ist, wenn mehrere davon gleichzeitig im Kampf sind, denn wenn einer von denen hochgeht, dann gehen alle hoch. Und das ist dann relativ gefährlich. Und sobald einer explodiert, explodieren alle. Oh, dann... hat das nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Geht das von hier aus vielleicht besser? Nö. Okay. Okay, den Raum verlassen wollte ich nun auch wieder nicht. Die Erstangriffe mit Batom sind nicht ganz einfach. Leider braucht er halt eine Weile, um tatsächlich zu explodieren. Wie man sieht. Okay. Ich würde einfach nur eine kostenlose Bombe haben, damit der Kampf in der ersten Runde direkt zu Ende ist, aber nein.
Oh, erfolgreich verteidigt. Und dann erledigen wir dich noch. Wunderbar. Na, und schon bringen selbst die nur noch 2 Sternpunkte pro. Ich will kein Rachepulver am Geweck. Ah, die KP und die BP nehme ich aber. Okay, dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Okay. Das sieht aus nach einem Fall für Kupio. Okay. Hat funktioniert. Zing, eine Insignie erhalten. Und dann werde ich, glaube ich, was zum, oh, echt, da komme ich, glaube ich, auch so rüber. Ah, kann ja nicht schaden. Jemanden zum besser springen zu haben, nur für den Fall. Ich habe das Gefühl, als würde ich gleich im Wasser landen. Nachdem der Kampf zu Ende ist. Okay, den habe ich erfolgreich umgedreht. Dann machen wir es mit dem nächsten auch. Und dann kann Wälder den mal erledigen. Wunderbar. 5 Schaden machen es gut. Oh, und dann. Oh, ist der auch erledigt. Zack, 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 zack. Wunderbar. Ja, die Massen an Sternpunkten kriegen wir jetzt schon nicht mehr von unseren Feinden. Ich bin tatsächlich nicht im Wasser gelandet. Dafür ist alles andere im Wasser gelandet. Natürlich. Oh, dann können wir damit unseren Schalter aktivieren. Schweres Puzzle und so. Kehrt um, weichet. Kehrt um, geht nicht weiter. Ihr seid verloren. Ja, oder wir gehen halt einfach weiter. Und hauen ein paar weitere Bomben kaputt. Na, wenn man hier zum Beispiel dann den Erstangriff gegen die Viecher mit Baton macht, dann nimmt man einfach mal 6 Schaden, weil der erste explodiert, was den zweiten zum Explodieren bringt, was den dritten zum Explodieren bringt, etc. Und das ist dann ein ernsthaftes Problem. So, also wollen wir die entsprechend nicht hochjagen. Wir wollen auch nicht Barbara benutzen, weil sie die in Brand steckt. Für Veldal haben sie zu viel Verteidigung. Ja, dann, ne? Brauchen wir wohl jemanden, der Verteidigung ignoriert. Ja, die fangen an, sich in Brand zu stecken. Stört mich aber nicht großartig. Ah, brav weiter draufhauen. Na, dann haben wir mal einen cool gefunden. Bäh. Oh, jetzt hat er nämlich mehr Verteidigung. Das ist auch noch eine kleine Sache, die sie machen können. Die ganz besonders fies sind. Hey, der hat gerade mein Publikum verscheucht. Blöde Scheigeist. Ein Grund mehr, Nagrine dabei zu haben. So, wunderbar. So lobe ich mir das. Wie gesagt, im Notfall kann man sie notsprengen, bevor sie... Okay, ich weiß nicht, warum die Sachen nicht explodiert sind. Also nicht aus ihm weggeflogen sind. Die Belohnung, normalerweise tun sie das. Aha. Das kommt mir bekannt vor von dem komischen Lava-Fall, den wir im ersten Paper Mario hatten. Alles sehr vertraut. Okay, da vorne haben wir einen Schlüssel. Hier haben wir einen Schalter, der vermutlich dann dafür da ist, da hinten irgendwas zu aktivieren. Ah, jetzt müssen wir nur noch Kupio an der Stelle halten.
Oh, da haben wir ein Gegengewicht. Aha. Ich würde sagen, wir gehen erstmal erkunden, glaube ich. Bevor wir uns an die offensichtliche Belohnung machen. Hier haben wir nämlich eine Insignie. Und hier haben wir noch einen Sternsplitter. Na, ja, gut versteckt. Und jetzt können wir uns den Schlüssel holen, den wir uns offensichtlich holen sollen. Zack, einen Schlüssel. Öffnet eine Tür, überraschenderweise. Oh, und dann können wir es auch schon zu der verschlossenen Tür aufmachen. Die ist jetzt zum Glück nicht so weit weg. Haben wir ja direkt hier unten. Hallo. Mit dem Höhlenschlüssel eine Tür öffnen. Aha. Okay. Da bist du jetzt nicht so richtig nützlich, Kupio. Gegen fliegende Feinde. Oh, hier holen wir uns erstmal noch einen Sternsplitter raus. Und dann besorgen wir uns mal noch ein paar Sternpunkte. Also nervig die Kämpfe sind, weil es immer dieselben Kämpfe sind. Sternpunkte sind Sternpunkte. Und wir brauchen noch welche. So, und dann erledigen wir erstmal den, der ein Item hat, wie immer. Ich meine, er kann zwar auf dem Rücken liegen, das Item sowieso nicht einsetzen. Von daher wäre er sowieso nie wirklich dazu gekommen. Aber besser, ne, sicher, sicher. Und dann holen wir den Parakäfer noch runter. Und erledigen den auch direkt. Wie gesagt, leider haben wir das Problem, dass wir die Feinde mit ihm nicht umdrehen mit den 5 Sprüngen. Also wir schon, aber erst nach dem letzten Sprung, von daher macht er keinen Schaden. Wenn die Feinde noch normal da stehen. Aber wir hätten auf Gumbrina wechseln können, das wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Muss ich noch dran gewöhnen, dass ich einen Schnellwechselorden jetzt habe. Und hey, doppelte Sternpunkte. Die hätte ich zu anderen Kämpfen besser gebrauchen können als zu diesem hier, aber hey, klar, ich nehme die 12. Nehmen wir. Das hat gar nichts. Dann sind wir bei 56. Okay, der wird kein Problem sein. Oh, wieder ganz schnell. R drücken. Oh, der ist schon wieder erledigt. Sehr gut. Und dann haben wir noch den letzten Kampf hier drin. Hm, wie fies. Tatsächlich andere Feinde. So. Haben wir das Feld doch schon mal ordentlich verringert. Oh, dann können wir auf den draufspringen. Zack, und dann holen wir uns wieder unsere Gumbrina raus, die mit dem besser umgehen kann. So, und damit aber dann den Kampf auch quasi beendet. Ja, ich brauche keine Sternpower zurück, schon gut. Da kann man auch einfach A mashen, wenn man die Sachen sowieso voll hat. Braucht man gar nicht erst versuchen, das zu timen. So, hier hätte ich die gute Lady zum Beispiel schon wieder eher gebrauchen können. Dann nehmen wir unsere ganzen BP und KP und so mit. Sehr schön. Okay, auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten durchzukommen. Man kann es in einem eben hier als Rolle durchrollen.
Man kann auch hier wieder Barbara benutzen, wenn man das möchte. Okay. Ich wollte sagen, hier muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dran zu kommen. Haben wir nicht eine Insignie drin? Oh, und dann geht's hier über Fässer und Schiffe und überhaupt. Okay, du kannst mal ganz weit von mir wegbleiben. Aber ganz schön aggressiv, die Viecher. So, hier haben wir endlich mal einen Erstangriff mit Batom hingekriegt. Boom! Tja, was hältst du davon, ne? Oh, dann einmal ein Multisprung. Und noch eine Bombe. Der Multisprung mit 2 BP einfach zu gut, um ihn nicht zu benutzen. Okay. Sind erfolgreich eingefroren worden. Natürlich sind wir länger eingefroren worden als der Gegner. Was total fair ist und so. Er hat uns Feuerschaden gemacht und hat uns damit trotzdem nicht aufgefroren. Auch das macht Sinn. Okay. Ein Kampf erledigt. Ein Kraftpunsch. Brauche ich nicht. Und wir haben nur noch den Eishauch dabei. Stimmt. Ach komm schon. Wir hat nicht getroffen. So, jetzt aber. Erstangriff erfolgreich. Kaboom! Naja, KP erholen sich. Sehr schön. Und jagen wir noch den in die Luft. Ja. Blödes Feuerviech. Macht dem armen Batom sogar noch extra Schaden. Dafür können wir ihn jetzt in den Boden stampfen. Bye bye. Zack, nochmal 8. Sind wir bei 85, meine Güte. Wirklich auf bestem Weg, den nächsten Level schon wieder zu erreichen. Oh, der Punch ist verdammt weit gefallen. Oh, gibt aktuell nur eine Ecke, in die wir gehen können. Moment, das sieht mir aus, als würden da hinten wieder Willy Blaster stehen. Ich höre sie auch schon. Oh, sind sogar anscheinend mehrere auf mehreren Höhen. Ja, komm, schieß. Man kann, glaube ich, in dem Papiermodus einfach an denen vorbeilaufen, man weiß, auf welcher Höhe man laufen muss. Ich meine, das war etwas, das existiert. Oh, und dann... Na, haben wir den schon mal auf 1 reduziert. Und dann haben wir ja den Saugmatz, der uns die eigentlich direkt aus dem Weg schaffen können sollte. Kann das auch. Weiß gar nicht, warum ich mir die Mühe mit anderen Techniken mache. Wenn der Saugmatz existiert und so. Okay, anscheinend bin ich minimal zu hoch gesprungen. Das ist fies. Okay. Sei erledigt. Ist er auch. Okay, immerhin haben sie mir... KP und BP wiedergegeben. Dann brauchen wir unsere Barbara wieder. So, Erstangriff erfolgreich. Dann werden wir hier auch nochmal unseren Saugmatz rausholen. Weil wir eigentlich keinen guten Grund haben, es nicht zu tun. Hol mir mal ein bisschen Wälder raus. Und dann kann der mal eine Kanone essen. Wunderbar. Freuen tut er sich auch noch. Und da wollten die doch schon eine leere Dose auf mich schmeißen. Umweltverschmutzer.
Ja, bei 98 Sternpunkten angekommen. Der nächste Kampf wird uns ein Level bringen, solange es nicht zwei Kugelwillis sind. Es sind nicht zwei Kugelwillis. Sehr gut. Ah, haben wir hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Okay. Dann haben wir auch da einen erfolgreichen Erstangriff. Aber wir könnten uns jetzt hier tatsächlich einfach mal, da wir eh einen Level-Up kriegen, selber in die Luft jagen. Einfach nur, um es mal zu zeigen. Das ist eine ernsthafte Verlockung gerade. Aber wir machen es mal trotzdem nicht. Stattdessen hauen wir einfach ein paar BP raus. So, so ist der Kampf nämlich auch kein Problem. Ich habe zwar nicht gesehen, was er für ein Item schmeißen wollte, aber da wir, glaube ich, nur Feinde im Publikum haben, musste es irgendwas Fieses gewesen sein. Oh, und dann, ja, holen wir mal Nagarine raus. Die kann dann mitfeiern, wenn wir ein Level-Up kriegen. Wunderbar. Da freut sie sich. Und der ist auch erledigt. Und da haben wir mal eine ordentliche Menge an Sternpunkten bekommen, nämlich ganze 16. Und damit haben wir auch schon wieder unser nächstes Level-Up. Ist komisch, wenn man plötzlich mal wieder Kämpfer hat, die tatsächlich Sternpunkte bringen, wie schnell man im Level steigt, ne? Ja, dann machen wir uns doch mal unsere 30 voll. Das ist dann auch das Max an Ordenpunkten, meine ich. Danach können wir sie jetzt, glaube ich, gar nicht mehr erhöhen. Unsere Ordenpunkte. Ja, sieht da unten ziemlich voll aus, ne? In dem Falle, mal schauen, was können wir denn mal mitnehmen jetzt für die 3? Wir könnten natürlich nur noch einen Ausweicher von unseren Partner mitnehmen. Wir könnten Glück gehabt wieder mitnehmen. Wir können mehr Items finden. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal noch ein Glück gehabt mit, weil es uns eigentlich immer ganz gut geholfen hat. Und ein Fortuna, damit wir im Notfall weniger Schaden nehmen. Und damit sollten wir nicht ganz gut klarkommen. Und das war ein guter Sprung von meiner Seite. Ich klopfe mir mal ganz stolz selber auf die Schulter. Ach, geht doch. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir hier irgendeine Möglichkeit finden werden, wieder zurückzukommen. Denn wir hängen jetzt hier irgendwie so ein bisschen fest. Und ich würde sagen, bevor wir mal schauen, was sich in diesem Schiffswrack befindet, machen wir nochmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir, ja, ne, dieses Schiffswrack erkunden und dann wahrscheinlich weiter in die Piratenhöhle aufsteigen werden. Bis dahin. Aloha.